Leute, bevor das Video angeht, würde ich nochmal gesagt haben, ich habe noch immer den Kotflügel und den Tuning-Krümmer und ich habe noch andere Teile gefunden. Es ist noch gar nichts verkauft worden. Also da sind noch, das Regal ist alles noch, was ich noch habe. Da haben Birndl dabei, Griffe, Lenker, Dichtungen, Fußrosten, Spiegel, Höherleger, Felgensticker. Ich habe alles mögliche Schrauben hab ich auch noch. Also ich habe noch so viel Zeug. Wenn irgendwer was braucht, meldet euch bei mir viel haben. Es müsste eigentlich alles so viel haben drinnen sein. Und ja, schreibt es mir einfach. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Was, ihr seid schon da? Hat keiner gesehen. Herzlich willkommen zu dem Video und ich habe schon wieder geleakt. Heute soll es mal darum gehen, dass. Was geht's eigentlich? Achso, ja, genau. Es haben mich viel gefragt. Wo hast du das Dekor? Verwendest du das Dekor? Wie viel hast du gezahlt? Und ist scheiße zum Aufpicken oder geht's viel klar? Das will ich heute in dem Video beantworten. Und zwar links neben mir ist jetzt das ganze Stück Verkleidung, was weiß ich. Genau. Und wir schauen nach links. Das ist das jetzt. Das ist jetzt das Dekor. Das biegt jetzt da irgendwie so oben. Also, das heißt irgendwie, es biegt jetzt schön oben. Mein Papa hat mir geholfen. Allein hätte ich das nicht zusammengebracht. Und ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt insgesamt 16 Euro gezahlt. Aber da haben alle Seitenteile dabei gewesen. Da war das da auch noch dabei. Warte mal. Da war das auch dabei und das ist dann auch dabei. Und ja, also ich glaube, dass das eigentlich für in Ordnung geht. Ein Teil kostet 8,33 Euro, steht oben auf der Rechnung. Aber ich glaube, dass er immer zwei Teile mitschickt. Ja, weil ich glaube, dass er nicht einen Teil dann weghaut. Aber, ja, es biegt jetzt oben. Wie gesagt, ich habe 16 Euro gezahlt. Eins bleibt mir jetzt über, es hilft aber jetzt nicht. Zum Aufpicken kommen wir noch. Aufpicken ist halt, ja, wenn man es nicht kann, ist scheiße, so wie ich. Ich habe mir dann einfach meinen Papa zur Hilfe geholt. Aber der kann das eh recht gut. Eigentlich ist da nirgends ein Falten oder eine Luft irgendwo drinnen. Es biegt eigentlich alles schön oben. Ja, schaut eigentlich ganz geil aus. Für die, die es nicht können, würde ich es absolut nicht empfehlen. Das würde ich dann entweder, weiß nicht, ob man es machen lassen kann. Aber, weiß nicht, bin mir nicht sicher. Aber das könnt ihr mal fragen. Ich verlinke euch den Channel, den Instagram-Account unten in der Videobeschreibung. Da habe ich für das komplette Set, also für ein komplettes Moped, habe ich zum Beispiel 85 Euro gezahlt. Da ist alles dabei, vorne Lichtmasken, Kotflügel, Heck, alles Seitenteile. Und 85 Euro habe ich gezahlt. Man muss auch sagen, das ist nur aufgedruckt. Also wenn ich da jetzt dran kratze, dann geht das hundertprozentig runter. Aber ja, sonst geht es eigentlich. Also für den Preis her, ich weiß nicht, also ich habe schon gesehen, dass wo billige näher gibt und die mehr Qualität haben, aber ja, kenne die Seiten nicht, ich glaube Busy Factory oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe es bei Bike Graphics gekauft und da geht eigentlich der Preis für meine Verhältnisse komplett in Ordnung. Andere die sagen, das war zu teuer, die anderen die sagen, ist billig. Ja, jedem selbst überlassen. Aber ja, so schaut das eigentlich gerade aus, eigentlich eh voll gut. Ja, wie gesagt, ich verlinke euch den Instagram-Account unten in der Videobeschreibung. Ja, dann könnt ihr euch gerne schreiben. Jetzt kriegt ihr dann die Telefonnummer für einen. Ich schreibe es dann irgendwie zusammen und ja, ich sage dann einfach, was ihr wollt. Er macht einen Namen und so. Also, ja, also
Ich finde, das passt voll. Ja, habe ich irgendwas vergessen zum Sagen. Weil, stimmt, genau. Ihr sollt mir vorschlagen, wo ich für Videos machen könnt. Weil ich habe gerade nichts zum Fahren, eigentlich gar nichts. Ich könnte mal einen Halbvlog machen oder keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich sonst nichts zum Fahren. Ja, schreibt mal Videoideen in die Kommentare, wenn ihr eine Videoidee habt oder auf was man reagieren konnten oder machen könnt. Ja, schreibt mal alles rein und ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Dekor oder ja, sonst noch was, schreibt es gerne rein und fragt. Ich schaue mir die Kommentare durch und ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mm-hmm.